tut, so haben wir heute die Kinder bei uns am Berg herumschockiert. Die freuen sich natürlich auf Schlittenfahren. Und wir Erwachsene, ja, selbstverständlich auf Schneeräumen. Das haben wir heute schon ein bisschen üben dürfen. Und wir, die wir die Veranstaltung für heute vorbereitet haben für euch, wir freuen uns, dass ihr gekommen seid, trotz des plötzlichen Wintereinbruchs. Also ein ganz herzliches Grüß Gott an euch alle miteinander. Unser Organist, der hat uns ja schon ein heiteres, ein frohes Eingangslied gespielt, denn es ist ja auch eine frohe Botschaft, die uns da verkündet wird in diesen Tagen von der Geburt unseres Heilands. Es spielt für euch der Martin Podolschek an der Orgel, den wir gerade gehört haben, die Moni Micheler, Harfe und Ocarina, der Ecker Franz, der zirkt seine Diatonische, und der Bauer Zinsmeister, der spielt zinsmeisterlich die Gitarre. Und ich darf euch dann, und da freue ich mich schon drauf, den bayerischen Klassiker der Weihnachtsliteratur, die Heilige Nacht von Ludwig Thoma, verzeihen. Aber jetzt lösen wir zuerst der Musik. Thank you.
es mag mir vielleicht als Rührseligkeit ausgelegt werden, wenn ich gestehe, dass ich die Heilige Nacht beim Lesen so empfinde, als säße ich als Kind wieder daheim in der warmen Stube und sehe all das Göttliche dieser Legende so menschlich und geheimnisvoll, als wäre es etwas, das jedem von uns geschehen könnte. Oskar Maria Graf. Jetzt leider, jetzt lust es einmal zu. Mein Gesangel ist wohl ein wenig alt. Es ist aber dennoch schön geworden. Ich meine, dass es euch allesamt gefällt. Es war selbe in Nazareth hinter Mo, der sich Josef hat genannt. So brav, wie man nicht oft einen findet und wie man es nicht gleich so kennt. Er hat also ein Zimmermann gelebt. Und kein Geld war freilich nicht da. Mit der Arbeit hat er es erhebt, dass er gerade sofort machen kann. Nur es wäre gewesen sein, wie es heute auch noch ist. Man hat oft gerade so zu tun, nicht bald gebaut wird. Ja, da hat man es ja gewusst. Sonst ist der Verdienstepper klar. Ein richtiger Mensch richtet es ein und hält seine Kreuzer benannt. Naja, und das muss einmal sein. Und das sagt einem ja schon der Verstand. Der Josef, der hat es wohl so gemacht und hat nie nichts Unnütz verloren. Denn, bei mir das richtig betrachtet, da sonst wäre der kein Heiliger geworden. Ich weiß, dass man etwas sagen konnte, die Zimmerleiben in gerne Bier. Ja, und Brotzeiten machen so eine Stunde. Die meisten haben jetzt die Manier. Vielleicht aber selbst mal nicht, obwohl das was nicht so gewiss weiß. Und weil es in den Büchern oft steht, Palästina weiß ein wenig heiß, da kommt einem das Bier nicht ganz gerade. Also meint man, das hätte noch keine Gefahr. Denn 3 und 4 Mass, das sind keine Schaden, weil es selbst mal billiger war. Ja, kann sein und nicht auch, ist wie es mag. Man hat nie nichts Unrechts nicht gehört und hat man heute nie keine Klage und hat sich kein Mensch nicht beschwert. Seine Frau, na, das wisst ihr ja alles zusammen, da braucht es ja kein Wort mehr, nicht, indem dass wir es alle gelernt haben, was im Katechismus steht. Ganz Nazareth sagt, wir die leben so friedlich und brav und so steht. Ja, das muss wohl nicht gleich wieder gehen. Es war schön, weil es öfter gehen wird. Jetzt darf ich weiter erzählen. Es gibt selber auf einmal ein Schreiben, es müsste sich ja jeder und gleich auf der Stelle beim Rentamt einschreiben. Ja, der Kaiser Augustus, wo es haben, er braucht einmal halt wieder ein Geld. Man treibt es von den kleinen Leuten zusammen. Das war schon damals so auf der Welt. Was denn jetzt die Leute zu Nazareth? Naja, sie werden halt auch schimpfen und zahlen. Und wie wenn das auch geärgert hätte, ja, das sieht man danach in Klammern vielleicht, weil die wollen. An Josef hat es auch nicht schlecht gegiftet, weil du meinst, du kannst ein wenig da, dann kriegst du eine Seele in die Schrift, als wäre die Steuerlast zu klar. Naja, kratzt dich noch hinter die Ohren, da kannst du schon nichts machen. Mein Mann, zahlt ist noch jetzt mal wohl. Im Staat da fängt keiner an. Der Josef sagt das letzte Jahr, Gottes Namen, da röst man ein bisschen hinein, als Rentamt. Und so was wir haben, es wird schon nicht gar so viel sein. Aber was ist noch mit dir? Bleibst du da, Maria? Ja, du weißt schon warum. Ich bleibe dir gern, lieber Mann, aber das Rentamt will, dass ich komme. Der Steuerbund hat uns ja gesagt, denn jeder sagt, er muss her. Und bleibe weiter, hat er gesagt. Und keine Ausnahme geistert mehr. Der Josef sagt, ja, jetzt ist recht, wie geht man denn mit den Leuten um? Und wollen wir gar gehorsam sein nicht. Aber das ist auch denen Schutz dumm. O Josef, es steht in der Schrift, ihr seid bald in Bethlehem drin. Und was sich alles zusammen auftrifft, ja, das hat unser Herrgott einen Sinn.
schrien, sie ist kein Steigl nicht blind. Erstes, zweites im Wald, wenn der Schnee runterfällt, wenn das Astl abbirgt, wenn ein Vogel aufwirkt. Aber heute kommt schon sein, es war nur mehr so fein. Es war nur mehr so stark, dass sie gar nichts berühren darf. Kommt die heilige Nacht und der Wald ist aufgewacht, schauen die Hasen und Reh, schauen die Hirsch über den Schnee. Haben sie niemand nicht gefragt, hat sie niemand nicht gesagt und kommen sie da bald, Mutter Gottes im Wald. Es war noch ganz früh, schaut der Josef aus wie ein Schnee. Maria, jetzt ging einmal zu, aber zuerst trinken wir noch unseren Kaffee. Oh mein Gott, das wird heute was werden. Dein Schuhwerk ist ja so viel dünn. Ich wollte und ich hätte schon recht gern, wir waren schon in Bethlehem drin. Ah, jetzt lasst dir dabei, lieber Mann. Es geht jetzt ganz gut, wirst du sehen. Was sein muss, das packt man frisch an. Und es wird ins Natur schon nichts geschehen. So gingen sie hinaus bei der Tür. Maria muss langsam da, es kam ja bald selber so viel. Der Josef ging gescheiter allein. Von Nazareth, da braucht man ganz gewiss auf Bethlehem um mich. Ja, 6 Stunden, das heißt, bald ein bisschen sauber ist und bald was richtig hinkommt. So ganz auf paar Weiten wohl nicht. Ein Schuh und noch drüber hat es geschneit. Maria, bei 100 Schritt geht, ist Not, dass sie wieder still bleibt. Es geht Bugel auf, Bugel an. Am besten war es denen still Wald. Hat der Wind nicht gar so schier getan, war da nicht gar so kalt. Auf den Mittag zu, fischbar zu erwähnen. Am Holzibau gleich über den Rand, weil sie müssen, sonst wird sie auch nicht streng. Und sie essen eine Nudel miteinander. Dann Josef, ja, den jammert schon recht und wie er Maria betrachtet, da sagt er, heute geht es uns wohl schlecht und Angst habe ich, dass der was macht. Sie, ja, sie zeigt ihm das freundlichste Gesicht und sagt sie, das fällt nicht so weit. Geh Vater, was hilft uns die Geschichte? Was jammern ja auch nichts gedeiht. Sechs Leute, ja, so tapfer ist gewesen. Keinen Augenblick hat sie nicht gerannt. Da konnten die Weiber, ja was denn, ein Beispiel daran haben, wie es mir scheint. Not, dass ich meine Geschichte führen bringe. Sie haben sich so miteinander gerest, die Gutheit macht jede Sache gründer und nur sie selber das gerest. Und wie sie so freundlich das spüren, da hört man ein wunderschönes Kleid und sieht dann als Holzherr kutschieren. Also hat sich der Josef schon gefreut, der Schlitten, der gekommen ist, der war vom reichen Manasse, am Mann von Nazareth, also hat es keine Gefahr, dass die Maria nicht aufsitzen kann. Hey, halt ein wenig, sei du so gut, schreit der Josef. Kannst etwas sehen, du siehst ja, wie es wieder heute tut. Gang's nicht, dass sie mitkam, die meint. Ja, der aber, der gibt gar nicht acht. Er schnallt mit der Gorsel und trost die Schürzen vor Ruhe und er lacht und zahnträgt und bräut sich noch groß. Mein Lieber, was kann man da sagen? Ich sage gerade, wer so etwas tut, der ist mit dem selber schon geschlagen. Und seine Leute geht sich zu gut. Jetzt hocken sie halt wieder im Schnee. Sagt Maria, ärgert dich nicht. Und hilf mir, wie läuft hey, man friert auch nicht so, wie man geht. So warten sie 3 Stunden oder 4 und sie bleiben gar oft wieder stehen. Der Josef verzagt, er meint schier, sie konnte sich bald nicht mehr dagegen. Es war auch schon immer Gott sei und ein schierer Nebel hat es gemacht. Und kam ja die Dunkelheit schnell. Ja, was der ist noch im Wald? Bei der Nacht?
jetzt ein Handwerksbursch her, dreht sich um, bleibt stehen und hat gesagt, es scheint bei der Frau geht's nicht mehr. War nur der Gott, dass man es trat. Der Josef und er geben sich die Hand. Maria haben es unter sich gefasst und führen es und tragen es miteinander und spüren kaum die heilige Last. Wo kennst denn es her und wer seid es? Ja, aber da ist Zimmermann drin in Nazareth. Das ist ein Kreuz jetzt. Sind wir 8 Stunden umgekriegt. Wir müssen mal auf Bethlehem, naja, das Windamt, da weißt du ja, ganz zahlen. Oh mein Mensch, ich danke dir halt frei. Du tust mir einen richtigen Gefallen. Ach, das braucht sich, das kriegt ja recht gern. Ja, jetzt sollte man einen Äpfelschnaps haben. Da würde die Frau gleich wieder werden, derselbe Gewicht da dran zusammen. So haben sie halt miteinander geredet, haben die Maria gehabt und haben es getragen. Ja, Leute, falls den helfen nicht hätte, da wäre es dir gefeiert worden. Das kann ich sagen. Jetzt sehen Sie schon Lichter im Tal da drunten, muss Bethlehem sein. Der Handwerksbursch sagt, halt einmal, ich träume mir die Stadt nicht ganz neu. Von zwecks die Standard, ich verstehe es. Den kann ich Papier, habe ich kein. Ich meine, es ist besser, es geht auf Bethlehem rein, allein. Sie nehmen für gut voreinander. Maria hat gar so leicht gelacht und der Josef drückte ihm seine Hand und hat ihm seine Dampfsache gemacht. Wer war eh der Bursch? Liebe Leute, wie heißt der? Wie hat er sich geschrieben? Wir wissen es noch nicht bis auf heute. Es ist ins Korn Ausweis nicht geblieben. Du lüftiger Bursch auf der Reise. Du hast wohl kein Pfennig, kein Geld. Und bist du der Reichste, den ich weiß, und bist du der Reichste auf der Welt. Ja, vierte Gott, schwing noch dein Hut. Die darf kein Standardisch werden. Dir ist unser Herrgott was gut. Und bei dem wirst du gewiss nichts verlieren. Jetzt sind wir in Bethlehem drin. Was wird etwa da alles geschehen? Was haben sie etwa da alles im Sinn? Das Leidl, wir werden es nachher schon sehen.